Herzlich willkommen. Heute das Thema die Einatmung 200% oder sogar 300% verlängern. Die Einatmung schenkt dir viel Sauerstoff, viel Energie, öffnet dich auch im Geist, schenkt dir Weite, Fokus. Und die meisten Menschen sind durch die Sitzhaltung ein bisschen eingeschränkt, verspannt vorne in der Brustmuskulatur. Auch ein bisschen Spannung im Zwerchfell. Und darum ist es heute wichtig, dass du so spürst, wie du dich öffnen kannst in der Brust, im Zwerchfell, im Bauch, im ganzen Körper. Und dass du das stufenweise langsam ausdehnst. Und im Liegen ist es einfacher als im Sitzen. Darum üben wir das im Liegen. Wir machen auch Armbewegungen. Und dann zählst du mal, und ich bin gespannt, ob es du schaffst, doppelt oder dreimal so lange einzuatmen mit dieser Technik. Dazu machen wir die Kehlatmung, ein leichtes Halsgeräusch, indem du die Kehle leicht verengst. So. Und da kannst du die Atmung dann feiner machen und vor allem länger machen, diese Kehl-Ujjayi-Atmung. Ja, wenn du das jetzt übst, achte, dass du nicht presst, dass du nicht ehrgeizig übst, sondern dass der Atem sanft und subtil bleibt. Wir beginnen im Liegen. Lege dich auf den Rücken. Wichtig ist auch, dass du die Beine ausstreckst. Wenn du Rückenverspannungen hast, kannst du durch die Füße aufgestellt lassen. Wenn es im Nacken so unangenehm ist, etwas unter den Kopf. Und jetzt, wenn du auf dem Rücken liegst, atme mal ein mit dieser Kehlatmung und zähl mal, wie viele Sekunden du einatmen kannst. Atme ein. Und atme aus. Zähl das nochmal. Wie lange kannst du einatmen? Mental zählen. Atme ein. Und merke dir diese Zahl. Nun heb deine Arme zur Decke, nach oben senkrecht. Wir beginnen mit der Kehlatmung, ganz langsam die Arme senken, in Schlüsselbein einzuatmen. Senk die Arme, atme ein, Schlüsselbein, obere Rippen weiten. Und aus, Arme zurück nach oben. Atme wieder ein. Heb die oberen Rippen und aus. Und ein. Und aus. Ein. Und aus. Dann senk die Arme. Und beim nächsten Einatmen hebst du die Arme V-förmig und atmest seitlich in die Rippen ein. Atme ein, die Arme V-förmig in den Kopf und in die Rippen seitlich. Und aus, die Arme zurückführen. Wieder ein. Und aus, in die Rippen.
Und dann ganz langsam die Übung lösen, ausatmen, die Arme senken. Jetzt hebst du die Arme hinter den Kopf, streckst dich und atmest bis in den Bauch runter. Und wieder zurück. Und nun zählst du die Atmung. Heb die Arme, atme ein oben in der Brust. Geh dann weiter in den Bauch, bis in den Beckenboden. Und atme wieder aus. Und gleichzeitig zählst du jetzt beim Einatmen mental die Sekunden. So atmest ein, hebst die Arme. 1, 2, 3, 4, 5, so lange wie du kannst. Und dann senkst du wieder die Arme, ausatmend. Zählst dann wieder. So lange wie du kannst und ausatmen wir die Arme zurück. Und wenn du fortgeschritten bist, wird der Atem sehr lange. Wenn du Anfänger bist, zähl mal nochmal, wie viel du jetzt einatmen kannst. Dann löse langsam, die Übung senkt die Arme. Öffne die Hände und spüre nun den Brustkorb. Deine Lunge hat sich geweitet, deine Rippen, deine Schultern. Spür dein Zwerchfell, wie es sich bewegt. Und spür, wie du dich fühlst nach dieser intensiven, langen Einatmung. Ist es dir gelungen, den Atem 200 bis 300% zu verlängern? Dann öffne langsam die Augen und stell die Füße auf und komm dann über die Seite vorsichtig hoch. Setz dich nochmal hin.
Ja. Und wenn du das regelmäßig übst, dieses intensive Einatmen, dann hast du im wahrsten Sinn des Wortes einen langen Atem, ganz viel Energie, ganz viel Kraft und auch ganz viel Fokus und bist offen, dich auszudehnen, nicht nur in der Atmung, sondern auch im Bewusstsein. Ich wünsche dir von Herzen ein langer Atem und ein langes Leben. Namaste.